Die Kinder saßen alle schon auf gepackten Koffern. Denn nach einer Woche Zeltlager im Swisttal in der Eifel galt es heim nach Israel zu fliegen. Doch der Nahostkonflikt machte den Reisenden einen Strich durch die Rechnung. Und so gab es statt Luftangriffen, Sirenen und Bunkern eine zusätzliche Woche Spiel, Spaß und Spannung. Sophie freut sich bereits, dass sie bald ihre Familie wiedersehen kann. Und trotzdem hat sie aus dieser Zeit das Beste gemacht. Natürlich vermisse ich mein Zuhause. Aber meine Familie denkt auch, dass es besser ist, hier in Deutschland zu bleiben, als nach Israel zu fliegen. Für die Mitarbeiter des christlichen Hilfswerks Tabea war es kein Problem, die 30 Kinder noch eine Woche zu versorgen. Und das, obwohl die gebuchte Fluggesellschaft sich nicht besonders kooperativ zeigte. Weil der Flieger zum Zwischenstopp nach Istanbul startete und nur der Weiterflug nach Tel Aviv gestrichen wurde, sah sie keinen Anlass, eine Entschädigung zu bezahlen. So musste das Hilfswerk in wenigen Tagen etwa 15.000 Euro aufbringen, um Lebensmittel und Flugtickets zu kaufen. Doch Teamleiter Jakob Dück bereitete selbst das kein Kopfzerbrechen. Wir haben vorher schon 15.000 gesammelt, weil wir einen Ausruf an viele kirchliche Gemeinschaften und Kirchen zugeschickt haben. Und das Geld kam immer wieder, 3.000, 1.000, 4.000 pro Tag, sodass wir gestern Abend sagen konnten, es ist alles da. Es hat ausgereicht, auch für das Essen hier zu kaufen und noch einige Fahrten mit den Kindern zu unternehmen. Für so viel Hilfsbereitschaft ist Dück sehr dankbar. Er sieht jedoch noch viel mehr darin. Ich finde, das ist ein Zeichen für uns, dass noch viele Menschen da sind, die auf Wort Gottes hören. Und zwar, wenn wir, als wir in diese Situation kamen, als erstes, was wir getan haben, wir haben gebetet. Wir haben unser Problem an Gott gebracht und gesagt, du bist unser Herr, du bist unser Schöpfer, sorg bitte dafür, denn das war richtig, dass die Kinder hier geblieben sind. Und er bewegt ja die Menschen. Und er hat die Menschen wirklich bewegt und man sieht, das ist ein Wunder, dass die Menschen bewegen lassen, dass Gott ihnen die Herzen öffnet, auch für solche Dinge. Und die haben das mit Freude getan. Doch auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende. Der neue Flug ist bereits gebucht, auch die Koffer stehen schon bereit. Und diesmal geht's dann wirklich in Richtung Heimat.